Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Hallo und herzlich willkommen zu den Webinar IBM Add-ons Benefit für das Unternehmen. Mein Name ist Todor Petrov und ich werde Ihr Moderator heute sein. In der nächsten eine Stunde wir werden über folgende Punkte gehen. Wir machen ein kleines Einstieg im SAP Native IDM, aber wirklich ganz klein, weil ich hoffe, dass die meisten Leute, die an der Leitung sind, wissen schon, was SAP IDM im Standard kann. Wir sind hier zu diskutieren, was er nicht kann und wie wir dieses Problem adressieren mit unseren Add-ons, die wir für spezielle Fälle entwickelt haben. Kurz werden wir über die Frage diskutieren, warum brauchen wir IDM Add-ons. Und für die meisten Add-ons werde ich ein kleines Demo zeigen, wie die live im System funktionieren und was die machen und was die nicht machen. Vielleicht auch. Und am Ende kommen wir zu einer Diskussion mit Ihren Fragen, die Sie während der Präsentation gesammelt haben. Für IBM Solution ist ganz wichtig, dass Sie uns oft auf unsere Slideshare und YouTube-Accounts besuchen. Deswegen laden wir unsere Präsentationen da und für die, die dieses Webinar, dieses Live-Webinar verpasst haben, können Sie die aufgezeichnete Recording hier auf unserem YouTube-Channel anschauen oder die Slide Deck auf Slideshare schauen. Nun wird meine Kollegin Natascha Unger die eine Umfrage starten und diese Umfrage wird Ihnen dann die Möglichkeit geben, dieses Webinar besser zu platzieren. Und das bedeutet, Sie müssen antworten, ob Sie eher Business- oder eher technikorientiert sind. Und abhängig von Ihren Antworten werde ich also die Moderation dieses Webinar so anstalten, dass es besser zu den Audience passt. In der Zwischenzeit, wenn Sie das Umfrage noch machen, werde ich kurz über IBM Solution erzählen. Vielleicht kennen Sie alle das Unternehmen in Deutschland, aber die hat auch mehrere Standorte in Schweiz und in Bulgarien. Und gerade dieses Webinar findet statt aus Sofia, Bulgarien. Und für alle Fragen, die Sie später während der Diskussion haben würden, können Sie über die Chat-Funktion nutzen, weil Sie während der ganzen Präsentation stumm geschaltet sind. Und natürlich müssen Sie nicht bis Ende des Webinars warten. Sie können die Fragen jederzeit in das Chatfenster schreiben und meine Kollegin Natascha Unger wird die Fragen sammeln und die werden aber am Ende des Webinars beantwortet. Okay. Unsere Umfrage ist fertig. Wir haben 80% Techniker und 20% Business. Also wir werden mehr auf den Technik fokussieren. Trotzdem werden wir auch wichtige Hinweise auf den Business machen für verschiedene Add-ons, die auch spezielle Business-Bedeutung haben. Wie gesagt, am Anfang fangen wir mit dem Einstieg im Subnative IDM, aber wirklich ganz kurz. Sie wissen schon, was der Hauptziel von Subnative Identity Management ist. Das ist automatische Identitätsverteilung auf mehrere Zielsysteme. Nicht nur SAP, sondern auch Active Directory, Lotus Notes und eigentlich alle möglichen Systeme, zu denen SAP einen Connector hat oder auch nicht hat, weil es gibt solche Konnektoren, die vom Partner gebaut sind. Wir werden über eine solche Konnektor später sprechen. Und diese Konnektoren geben die Möglichkeit, natürlich IBM in verschiedene Systeme auch Rollen und Benutzer zu verteilen.
IDEM bietet auch die Möglichkeit für Passwort Self-Service Reset oder Integration mit GRC und ganz einfache Genehmigungsworkflows. Also es gibt ein eingebautes Genehmigungsworkflow-Engine im IDEM, aber das ist ziemlich rudimentär, bietet nicht so viele Funktionalitäten wie zum Beispiel Business Process Management, der eine komplette, komplexe Genehmigungsworkflow-Engine ist. Okay, es gibt verschiedene Szenarien, in denen Identity Management im Spiel kommen kann. Also ganz links sehen Sie eine Landschaft ohne Identity Management. Die SAP-Systeme sind durch CoA provisioniert und auf erste Schritt wäre dann, dass der Network Identity Management sich zu dem zentralen Verwaltung verbindet und die SAP-Systeme auch durch CoA provisioniert, aber das Kommando sozusagen kommt aus dem Subnetwork Identity Management. Das Rest, zum Beispiel E-Mail, egal ob Outlook oder Lotus Notes und Subnetwork Portal, die können sich direkt mit Identity Management verbinden. Und der letzte Schritt natürlich ist, dass die zentrale Verwaltung weggeschafft ist und alle Systeme verbinden sich direkt zu dem Network Identity Management für Provisionierung von Benutzer und Berechtigungen. So viel zum Thema Einstieg. Steigen wir gleich in das Thema von diesem Webinar. Die IBM Add-ons, die Ivy Solution bietet und wieso sind wir auf die Idee gekommen, diese IBM Add-ons vorzubereiten und zu entwickeln. Und was für Funktionalitäten die bieten, sehen wir in der nächsten Folie. Aber zuerst fragen wir uns die natürlich, warum brauchen wir überhaupt Add-ons, wenn das SAP-IDM alles kann? Ja, leider nicht. Kann er nicht alles. Und der Hauptgrund eigentlich für diese IDM Add-ons ist, dass die Funktionalitäten bieten, die im Standardlösung nicht vorhanden sind. Also das ist das erste Grund. Natürlich gibt es auch mehrere, wie zum Beispiel, dass komplexe und fehlerfällige Aufgaben, die normalerweise manuell von jemand durchgeführt sind, können und sind jetzt mit dieser IBM Add-ons automatisiert. Deswegen auch fehlerfrei und viel einfacher zu machen sind. Die Add-ons bieten auch verschiedene Monitoring Verbesserungen, wie zum Beispiel, Sie können jederzeit sehen, wo Ihre Prozess ist, wer momentan Ihre Prozess bearbeitet oder warum niemand Ihre Prozess bearbeitet für Berechtigung und so weiter. Wir bieten auch spezielle Konnektoren. Zwei davon sind zum Beispiel, wir haben einen Konnektor von IDM zu BPM. Das bedeutet, alle Prozesse, die Sie im IBM momentan haben, können auch im BPM laufen. Und wenn die im BPM laufen oder Business Process Management, dort können die auch viel komplexer sein. Also es muss nicht eine sehr einfache Genehmigungsworkflow sein, sondern ganz komplexe mit Interfaces zu verschiedenen anderen Systemen, die auch vielleicht nicht SAP sind und so weiter. Und natürlich, wir bieten auch Erstellung von neuen UIs basierend auf die Standard SAP Technologien, die wie SAP UI 5 oder WebDepot für die ältere Plattformen. Und ganz wichtig natürlich ist, dass mit diesen SAP IDM Add-ons sie sparen auch Zeit und Geld, weil die schon für entwickelt sind und neue Integrationsbedarf in ihrer Landschaft haben. Okay, wie gesagt, wir werden über die verschiedenen Add-ons gehen und zu einigen zeige ich eine Live-Demo, zu anderen habe ich eine aufgezeichnete Demo. Auf jeden Fall, die Idee ist, dass Sie besser verstehen, egal ob Sie Techniker oder businessorientiert sind, besser verstehen, was der Benefit von dieser Add-ons ist.
Und ich starte mit einer der sozusagen der Hauptspieler in unserer Addons, ist der sogenannte Authorization Matrix. Rechts oben sehen Sie auch den Preis, also wir kommunizieren alles ganz offen. Das ist der Preis von dieser Addon. Wir sehen später in der nächsten Folie, was dieses Preis beinhaltet. Aber ich würde mich jetzt kurz auf die Funktionalitäten von dieser Authorization Matrix konzentrieren. Von diesem Screenshot vielleicht bekommen Sie nicht komplett die ganze Idee, von daher switche ich zu meiner Live-Demo. Und das ist genau, was Sie in diesem Screenshot gesehen haben, nur mit dem kleinen Unterschied, dass natürlich die Daten schon geladen waren. Deswegen mache ich erstmal die Authorization Matrix von ganz Anfang auf. Und hier oben habe ich natürlich die verschiedenen Authorization Matrices für verschiedene Länder. Wenn ich zum Beispiel Österreich nehme und ich will jetzt die Daten aus dem IDM laden, sehe ich automatisch, dass ich diese Authorization Matrix mir die Möglichkeit gibt, dass ich aus einer Historie auswähle, welche Authorization Matrix jetzt zu laden ist. Ob die aktive gerade ist oder ob eine, die in letztes Jahr erstellt wurde. Ich nehme die aktive und Sie sehen, ziemlich schnell wird dieses Matrix geladen. Die ersten zwei Spalten, die mit dunkelblau markiert sind, sind Schlüssel für diese Authorization Matrix und alle anderen zeigen verschiedene Informationen, die wir brauchen, um die Berechtigung für dieses Matrix zu erstellen und auf die entsprechende Person zu verteilen. Wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie Bosnien und Herzegowina nehmen, dann sehen Sie auch, dass diese Authorization Matrix andere Schlüssel hier hat. Wenn wir zum Beispiel Kroatien nehmen, dann die haben die gleiche, okay, aber dann nehmen wir Italien, die haben auch die gleiche. Es gibt auch hier zum Beispiel bei Switzerland oder bei Österreich haben wir auch gesehen, dass die Schlüssel vorne ganz anders sind. Das heißt, pro Land oder pro Organisationsbereich können Sie verschiedene Schlüssel definieren. Was machen diese Schlüssel? Ist folgendes, die werden zum Beispiel, laden wir nochmal, die werden die Daten zu dem HR verglichen oder wenn Sie die Daten nicht aus HR lesen, also irgendwo müssen Sie die Daten im IDM hinbekommen, dass die zum Beispiel wie Position Description oder Personal Area. Und diese Daten sind dann zu den IDM Master Record verglichen und alle Leute, die diese zwei Schlüssel dann gleich haben, bekommen die entsprechende Businessrolle sozusagen angehängt. Das bedeutet zum Beispiel die Businessrolle National Distribution und Depot Fleet Manager beinhaltet folgende Applikation, das ist eine Magic, SAP Access, Active Directory vielleicht auch. Und so weiter. Es gibt verschiedene OAuth-Profile und RSA, Daisy, Lotusnode und so weiter. Alle diese Berechtigungen zu dieser Applikation, diese Systeme werden automatisch mit diese Business-Rolle zur entsprechenden Person angehängt. Hier auf dem zweiten Tab, Sie sehen, haben Sie die Möglichkeit zu definieren für alle Länder oder für alle organisatorische Bereiche, welche die Schlüssel sind. Und diese Schlüssel werden automatisch in dieser Authorization Matrix angezeigt. Was passiert, wenn Sie hier, Sie sehen, Sie haben die Möglichkeit zu importieren oder exportieren zu Excel. Das ist für einfache Pflege oder wenn Sie jemandem dieses Matrix schicken müssen, dass er einfach drauf schaut, ob alles korrekt ist, dann exportieren Sie es in Excel und schicken Sie es per E-Mail. Oder Sie können auch, wenn Sie diese Metrics zurückbekommen, können Sie diese Metrics validieren und die Validierung plus viele Sachen, und ich meine wirklich viel, eigentlich alles, ob zum Beispiel diese Applikation existiert im IDM, ob dieses System in IDM angebunden ist, ob diese Berechtigung zu diesem System, zu dieser Applikation im IDM existiert und so weiter. Also eigentlich jeder von diesen Spalten wird geprüft und wenn alles okay ist, können Sie auf Submit drücken und das wird automatisch eine Workflow im IDM starten und dieser Workflow fängt
verteilt automatisch die entsprechende Berechtigung oder entsprechende Businessrollen zu den Benutzer, die von Österreich kommen, und die natürlich die Schlüsselfelder matchen. Das bedeutet, momentan ist zum Beispiel Position Description für dieses Beispiel eingetragen, keine Personal Area. Das bedeutet, alle, die die Position Description, National Distribution und Depot Fleet Manager haben, die werden automatisch die entsprechende technische Berechtigungen im SAP, im Active Directory, im Daisy, im OddsNotes bekommen. Und die Idee für diese Authorization Matrix, natürlich, die hat zwei Teile. Der erste Teil, wie gesagt, ist diese UI, wo Sie ziemlich einfach die verschiedenen Business-Rollen definieren können, die verschiedenen Applikationen, und können Sie Ihre Matrix validieren. Und der zweite Teil nach dem Submit ist im IDM, wo die Verteilung von die entsprechende Berechtigungen gemacht ist. So viel zu diesem Thema. Gehen wir weiter. Okay, Preis haben Sie gesehen. Was ist in diesem Preis beinhaltet? Eigentlich alles, was Sie bis jetzt gesehen haben. Also der Add-on-Preis ist 15.000 Euro und das ist einschließlich Integrationskosten. Das bedeutet, Sie zahlen nicht zusätzlich, wenn Sie sagen, okay, ich will jetzt die Authorization Matrix in meine Landschaft einbauen. Natürlich die Integrationskosten, so weit bis Sie keine Änderungen oder keine Anpassungen zu den bestehenden Funktionalitäten haben wollen. Es gibt Anpassungen, die Sie natürlich selber vornehmen können. Das, wie Sie gesehen haben, es gibt die Möglichkeit, in der zweiten Tab hier, können Sie selber verschiedene Properties und selber verschiedene Schlüsselfelder im IDM definieren. Das macht das Ganze ziemlich flexibel. Und alle werden dann später in diesen Bereich angezeigt. Und das Einzige, was Sie noch definieren müssen, ist, welche entweder Länder oder organisatorische Bereiche Sie in Ihrem Unternehmen haben. Und diese werden dann hier in diesem Dropdown angezeigt. Die kommen direkt aus IDM. Anhand dieser Auswahl wird die entsprechende Matrix geladen. Es gibt natürlich welche Voraussetzungen, wenn Sie dieses Matrix nutzen wollen, zum Beispiel Minimum Sub IDF 7.2 oder wenn Sie auch komplexe Prüfregeln haben wollen und diese Prüfregeln auch relativ einfach manipulieren wollen, wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass Sie auch SAP VRM 7.2, mindestens 7.2, in Ihrer Landschaft haben und eine SAP-Netz über 7.2 oder höher Application Server. Das kann auch der gleiche Server sein, wo die IBM UI läuft. Das ist eigentlich das gleiche. Support für diese Add-on ist nicht pflichtig. Sie können auswählen, das ist optional, Sie können auswählen, ob Sie einen festen Vertrag für Support haben wollen, die pro Monat oder pro Jahr mit einer bestimmten Stundenzahl für Sie unterschrieben wird oder einfach Support auf Ruf sozusagen, auf Wunsch, regelmäßige Unterstützung, aber wir bieten da natürlich keine SLAs, weil das ist keine Support-Vertrag in dem Sinne, wo wir auch Service-Level-Agreements bieten können. So viel zum Thema Matrix. Ich werde über die Add-ons ein bisschen die erste Runde ein bisschen schneller gehen. Wenn Sie später spezielle Fragen zu einer bestimmten Antwort haben, werden wir zurückkommen. Zunächst kommt der BPM Connector. Der BPM Connector bietet, wie gesagt, die Möglichkeit, oder okay, zwei Möglichkeiten. Erste ist, dass Sie die Berechtigungsworkflow, die Sie in IDM haben, direkt im BPM laufen lassen mit viel komplexeren Genehmigungsworkflows, als was Sie momentan haben, wenn natürlich das gebraucht ist oder wenn es nötig ist. Und zusätzlich bekommen Sie auch eine detaillierte Echtzeit-Report, das ist wirklich im Realtime,
auf welchem Schritt sie momentan ihre Workflow befindet und wer hat diese Berechnung genehmigt und so weiter. Dieses Report können Sie im Excel oder ja, im Excel exportieren, auch für spätere Benutzung. Oder Sie haben auch hier oben, Sie sehen mehrere Filter, über denen Sie die Ergebnisse von der Tabelle unten dann noch steuern können. Hier würde ich noch keine Demo zeigen, denn später noch mehrere Fragen gibt zu diesem Thema, können wir eine Demo machen. Aber das ist ein bisschen länger, deswegen würde ich es erstmal weglassen. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass Sie die IDM-Genehmigungsworkflows außerhalb IDM noch haben können, wenn Sie es brauchen oder Nutzen davon haben. Dann zusätzlich bekommen Sie zu jeder BPM-Workflow, die Sie starten, bekommen Sie auch einen Report von die Schritte, die in diesem Prozess drin sind, für welche Applikation dieser Prozess gestartet ist, was für ein Prozesstyp ist, wann das gestartet ist, wann soll das fertig sein, abhängig von der natürlich bestehenden SLAs, welcher der Request-Status ist und so weiter, wer der Bearbeiter ist. Okay, hier genauso wie bei der Authorization Matrix. Alles ist drin, einschließlich Integrationskosten. Natürlich nur, wenn wir keine Änderungen zu der bestehenden Erlaubnis haben. Für Kosten, für Customizing, können Sie auch selber später lesen. Wenn wir dieses Connector beinhaltet nicht die Kosten für das Prozess in BPM, die Sie später eventuell haben wollen. Das ist wirklich nur der Connector, die Verbindung zwischen IDM und BPM und das Reporting zu dem Prozess, den Sie später bauen werden. Okay, jetzt für den Support gilt immer das Gleiche, was ich bei der ersten Add-on gesagt habe. Und bei den Voraussetzungen, das zusätzliche Voraussetzung ist natürlich, dass Sie SAP BPM in Ihrer Landschaft haben, sodass Sie überhaupt BPM-Prozesse noch im Laufen bekommen können. Das Rest ist das gleiche wie bei der Authorization Matrix. Gehen wir weiter. Benutzeroberfläche für externe Benutzer. Das ist quasi wie ein kleines HR außerhalb des HR. Das heißt, wenn Sie, also es gibt, jede Unternehmen hat externe Leute, die nicht in der Corporate HR integriert sind. Und das ist genau dieses UI, wird ermöglicht die Pflege von diesen Benutzer und deren Integration auch in IDM. Also die müssen nicht außerhalb des IDM sein, sondern die können auch relativ einfach integriert werden mit dieses UI. Ich zeige es in der Demo hier. Also wenn wir zu Externals gehen. Die Idee ist folgendes. Sie haben dieses UI, der mehr oder weniger am Anfang als eine Suche funktioniert. Sie können über Benutzer suchen. Oder Sie können eine neue Benutzer auch erstellen. Also wenn Sie über Benutzer suchen, dann bekommen Sie eine Liste von allen externen Benutzer, die momentan in IDM drin sind. Vielleicht war das nicht so eine gute Idee, dass ich ohne Filter einfach für alle Benutzer angefragt habe. Aber das wird ein Ergebnis liefern. Wenn Sie auf Create drücken, dann bekommen Sie eine Maske mit vordefinierten Feldern, die später im IDM gespeichert werden. Und jeder externe Benutzer sieht eigentlich absolut gleich wie einer Benutzer, der normalerweise aus HR kommen würde. Nur die haben vielleicht ein bisschen weniger Felder in IDM, aber trotzdem, die können auch gleich oder vielleicht auch anders behandelt werden, wenn zum Beispiel eine Authorization Matrix hochgeladen wird. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, alle externen Benutzer sollen auch die Business-Rollen, die andere Benutzer auch bekommen, oder vielleicht definieren sie spezielle Rollen, spezielle Business-Rollen für externe Benutzer, die nur zu diesen externen Benutzern dann angehängt sind und so weiter.
Es gibt hier auch die Möglichkeit zu schauen, was für Änderungen zu einem bestimmten Benutzer gemacht sind und von wem. Das ist auch ganz wichtig für die externen Benutzer. Wer hat zum Beispiel die, okay, starten wir jetzt ein bisschen neu und dann machen wir ein neues Filter. Zum Beispiel CBQ-Stern. Die Historie hier ist für Benutzer, die Änderungen, die in diese UI gemacht sind. Zum Beispiel hier haben wir diesen Benutzer, wir können auf View History gehen. Ich weiß nicht, ob dieser Benutzer eigentlich geändert ist, aber wenn wir draufklicken, sehen wir auch die Details, welche, also das ist eine simulierte sozusagen HR-ID. Welche Core-User-ID der hat, welcher Name, also es gibt zwei verschiedene Namen auf lokale Sprache und auf Englisch. Und dann haben wir Locations und Company Code und Startdatum, Enddatum und so weiter. Line Manager-Name wäre Vorgesetzter quasi von diesem Benutzer ist und externe Daten für diese Benutzer. Wir können auch auf der History anschauen. Ja, okay, es gibt welche Änderungen. Sie sehen, es gibt, der ist am 15. März erstellt, dann nochmal von der gleichen Benutzer modifiziert und am 11. April ist er nochmal modifiziert worden. Wenn ich jetzt den Benutzer nochmal ändere und speichere, dann wird diese in diese History nochmal angezeigt. Meine Name, dass ich ihn nochmal modifiziert habe. Und ja, das Create funktioniert absolut gleich. Das bedeutet, wenn ich auf Create drücke, hier werden einfach alle Felder leer angezeigt und die drei oben, die werden automatisch von IDM generiert und der Corporate Email wird nur dann angezeigt, wenn der Benutzer auch zum Beispiel in Lotus Notes oder im Outlook einen Account in IDM hat. Also das können wir nicht manuell pflegen, sondern das wird gesteuert von der Verbindung zu den entsprechenden Mail-Client. Oh. Okay, hier haben wir natürlich auch den Export zu Excel, wie immer alle anderen UIs. Sie können alle Daten, die sich hier in dieser Tabelle sehen, zu Excel exportieren, um sie für weitere Nutzung zu haben. Okay. Was ist hier beinhaltet? Gleich wie bei den anderen, Integrationskosten sind drin. In dem Preis von 8000 Euro. Hier die Voraussetzungen sind nur zwei, dass Sie einen Sub-IDM 7.2 haben, mindestens, und Subnet-Tür 7.2 oder höher. Das, wie ich vorher gesagt habe, reicht aus, wenn Sie diesen Server nutzen, auf dem der IDM UI installiert ist. Okay, der Support, wie gesagt, ist immer das gleiche wie für die anderen. Kommen wir zu der anderen kleinen Krone in der Add-ons, Self-Service-Benutzeroberfläche. Das ist quasi der Ersatz für den Standard-Self-Service, die IDM hat. Aber der ist viel komplexer und bietet viel mehr Funktionalitäten. Ich zeige es Ihnen, wie es ungefähr funktioniert. Also die erste Maske hat zwei Möglichkeiten. Entweder kann der Benutzer für sich selbst Berechtigungen anfordern oder es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich nur die Line Manager oder die Vorgesetzte von dem Mitarbeiter, nur die können für die Mitarbeiter Berechtigungen anfordern und das ist genau der Fall momentan. Ich bin der Vorgesetzte von die drei Benutzer. Und wenn ich die Benutzer auswähle, automatisch aus dem System wird ausgelesen. Zum Beispiel der Benutzer ist aus dem Land Rumänien und deswegen sieht er auch diese verschiedenen Applikationen auf der rechten Seite, weil diese Applikationen sind als relevant für Rumänien definiert. Ich habe die Möglichkeit hier, weil ich der Vorgesetzte bin, diese Benutzer zu sperren oder entweder zu entsperren, wenn der Benutzer gesperrt ist,
Ich sehe seine Validity und ich kann für ihn auch verschiedene Benutzerrechte hier anfordern. Zum Beispiel, ich würde es für Sub welche anfordern, für zum Beispiel Internet, ich will hier RSA und Skype. Dann klicke ich auf Next. Und automatisch werden dann die entsprechenden Applikationen generiert. Sie haben gesehen, das ist ziemlich schnell. Für Rumänien habe ich momentan keine Business-Rollen, die gerade geladen sind. Deswegen kann ich jetzt dieses Fenster hier aufmachen und hier mir zum Beispiel dieses System auswählen. Und dann bekomme ich automatisch die Berechtigungen, die technische Berechtigungen, die in diesem System drin sind. Und über dieses Button hier kann ich diese zu den Benutzer anordnen. Und automatisch bekommen die State New. Das bedeutet, dass es eine neue Berechtigung ist. Und die Startdatum und die Enddatum, die kann ich auch ändern. Für die wann, ab wann, bis wann soll dieser Benutzer diese Berechtigung bekommen. Also bei Sub-Access ist nichts Interessantes. Gehen wir weiter. RSA-Access, Sie sehen hier eine ganz andere Oberfläche, die viel benutzerfreundlicher ist. Die Benutzer, die wissen oder die wollen auch nicht wissen, wie die Berechtigungen hinter Regular User oder hinter Administrator heißen. Deswegen, die nutzen nehmen einfach dieses Radio-Button hier. Ich will eine Regular User in RSA haben und im Hintergrund weiß automatisch die Applikation, was hinter diesem Regular User als Privileg, als Berechtigung steht und das wird auch automatisch in IDM zugewiesen. Das gleiche gilt auch für Skype. Zum Beispiel Skype ist eine typische Applikation, die wir manuell sozusagen über IDM pflegen. Was bedeutet manuell? Wenn ich hier auf Skype Account drücke, automatisch später für diese Benutzer in IDM wird ein Account generiert für Skype. Und dieser Account würde bedeuten, dass dieser Benutzer auch wirklich einen Skype-Account hat. Und IDM gilt als die zentrale Stelle, wo ich wirklich alle Berechtigungen von diesem Benutzer prüfen kann. Nicht nur die automatisierte, sondern auch diese, die ich manuell gepflegt habe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel hier bei Skype, weil das eine manuelle Applikation ist. Der Workflow, der auf BPM basiert ist, weiß, dass diese Applikation manuell ist und automatisch leitet diese Request zu der entsprechenden Person, der für Skype-Accounts zuständig ist. Dann schickt ihm diese Request, dass dieser Benutzer einen neuen Skype-Account braucht. Der Benutzer erstellt den neuen Skype-Account und antwortet zurück mit dem Skype-Name und Benutzer und Passwort und so weiter. Ja? Und dann schließt der Request. Und beim Schließen der Request wird diese Information automatisch in IDM übertragen und dieser Benutzer bekommt eine E-Mail mit seinem neuen Passwort und Benutzername und so kann er dann somit kann er die, deren Skype-Account nutzen. Also wir sprechen hier über Corporate Skype-Accounts, ja, keine persönlichen Skype-Accounts. Bei Active Directory ist genau das gleiche. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, entweder Restricted oder Full Access. Ich nehme erstmal hier Full Access und ich kann auf Next drücken. Was ich hier sehe, ist eine Übersicht von was ich mir bis jetzt für diese Benutzer ausgewählt habe. Und Sie sehen zum Beispiel auch die entsprechenden technischen Namen von diesen Rollen. Also zum Beispiel hier für Full Access, weil der Benutzer aus Rumänien kommt, gibt eine Gruppe im Active Directory, die G-Row Internet Access heißt und entsprechend diese Benutzer wird diese Active Directory Rolle zugewiesen und damit würde er auch volle Internet Access später haben. Okay, somit soweit zu diesem Self-Service. Wenn ich Submit drücke, wird ein BPM-Prozess gestartet für jede von diesen Applikationen. Das bedeutet, wir werden dann hier 1, 2, 3, 4 Prozesse starten und jeder von diesen Prozessen hat eine separate Genehmigungs-Workflow, eine separate Benutzer, die entsprechende Berechtigung genehmigen, alles ist ziemlich flexibel und kann konfiguriert werden. Andere Möglichkeit, die wir hier haben, ist über diese View Current Access, können wir schauen, ob der Benutzer momentan welche Rechte hat. Der hat absolut keine. Von daher, die Rechte, die ich hier jetzt gerade angefordert habe,
werden die erste sein, die diese Benutzer bekommen würden. Okay, zurück zu unserer, Präsentation. Wie gesagt, die Idee hier von dieser Self-Service-Benutzeroberfläche, die kann von beide Manager und Mitarbeiter benutzt werden. Natürlich bei Benutzer macht vielleicht die Sperre- und Entsperren-Möglichkeit nicht viel Sinn. Aber trotzdem, alles andere bleibt genauso, wie ich das angezeigt habe. Und ganz wichtig, die Benutzer oder die UI passt sich automatisch an die Einstellungen, die die Benutzer haben. Ob die aus Rumänien kommen, ob die Manager sind oder ob die Mitarbeiter sind. Alles passt sich automatisch an. Und natürlich die Leute, die aus zum Beispiel Rumänien kommen, haben nur die bestimmte Applikation, die sie auf dem Screenshot sehen. Andere Leute aus anderen Ländern haben auch andere Applikationen. Und das ist dynamisch konfigurierbar, ohne keine weitere Entwicklung. Und das kann auch jemand aus dem Business pflegen in eine ganz einfache Excel-Sheet. Und dann wird das auf dem Server zu dem Business Rules Manager hochgeladen und dort aus dort werden diese Konfigurationen dann im Laufzeit gelesen. Was hier beinhaltet, natürlich die Integrationskosten sind drin, wenn Sie keine Änderungen vornehmen zu dem bestehenden Add-on. Und für Support sind die Sachen gleich wie bei den anderen Add-ons. Die Voraussetzungen hier für diese UI überhaupt zu funktionieren, natürlich brauchen Sie auch BPM, weil diese Workflows, die angestoßen werden von dieser UI, sind ziemlich komplex. Und jeder Schritt, jeder weitere Schritt, zum Beispiel jeder Genehmigungsschritt von dieser UI, ist eigentlich auch ein Teil von dieser UI, die wir gerade gesehen haben, der auch viel mehrere Funktionalitäten haben, die ich Ihnen auch anzeigen kann. Wenn Interesse da ist, momentan würde ich zu der nächsten Add-on gehen und wenn Interesse da ist, können wir zurückkommen. Nächste Add-on ist verbesserte Vertreckungsregelung und Überwachung. Sie wissen bestimmt oder haben sie schon benutzt die Standardfunktionalität, der im Portal vorhanden ist für Managed Substitutions. Wenn Sie hier die Universal Worklist öffnen und auf Managed Substitution Rules gehen, öffnet sich ein Fenster, der höchstwahrscheinlich nicht wie diese hier aussieht, sondern das ist ein Standard SAP-Fenster. In unserem Fall ist aber dieses Fenster geöffnet und dieses Fenster eigentlich ist unser Add-ons. Viel einfacher ist für Leute eine neue Vertretungsregel zu definieren. Automatisch wird der Task Owner hier definiert. Hier können wir einfach einen Namen aus unserer UME User Management nehmen, zu wem wir diese Vertretung machen wollen. Dann gibt es zwei verschiedene Typen, Receive My Tasks oder Fill in for Me. Und es gibt Start- und Enddatum und die Möglichkeit, diese Substitution sofort oder diese Vertretung sofort zu aktivieren. Wenn ich das mache, dann wird hier automatisch in der Tabelle unten angezeigt, dass ich eine Vertretungsregelung zu dieser Person habe. Hier haben wir auch die andere Sicht, welche Benutzer mich als Vertreter definiert haben. Also ich habe hier beide Sichten. Zu wem ich eine Vertretung definiert habe und ob jemand zu mich dann Vertretung definiert hat. Das ist natürlich nur der erste Teil von diesem Add-on, wirklich die Definition von dieser Vertretung. Wir haben aber einen zweiten Teil und der zweite Teil zeigt uns alle Vertretungen, die überhaupt bis jetzt im System gemacht sind und wer, wann und bei wem geändert sind. Also hier können Sie sehen, es gibt einige und die haben hier der Owner und der Nominee und Substitution Type, wann das gestartet ist, ob es geändert ist, ob diese Substitution noch aktiv ist, wenn hier der aktiv und nicht deleted
ausgewählt ist, dann bedeutet, dass diese Substitution oder diese Vertretung momentan aktiv ist. Und diese Substitution, das können Sie jetzt hier über diese Filter auch prüfen, wenn Sie zum Beispiel nicht wissen, ob jemand jetzt im Urlaub ist oder krank ist. Gehen Sie einfach zu diesem Report und dann können Sie sehen, alle Substitutions, die im System momentan aktiv sind, für bestimmte Prozesse oder eigentlich diese Substitutions, die gelten für alle Prozesse, die in dieses Portal drin sind, zum Beispiel auch für BPM auch. Okay, soweit zum Thema Vertretungsregelung und Reporting. Also wie gesagt, es gibt zwei UIs zu dieser Addon. Erste UI für die Erstellung von der Vertretung und zweite UI für die Reporting. Wie auch vorher, die Integrationskosten sind beinhaltet. Und kommen wir zu dem nächsten Addon, der heißt spezielle UI für Export von EDM-Daten. Hier würde ich keinerlei Demo machen, nur kurz erklären, weil das ist eigentlich selbst erklären, was er macht. Es gibt ein kleines Problem bei der Standard-IDM-Funktionalitäten, dass sie nicht mehrere Personen relativ einfach im Excel exportieren können. Und wir haben dieses UI deswegen gemacht, sodass wir die Möglichkeit bieten, Sie können hier nicht nur mehrere Personen über einen Filter exportieren, sondern auch deren Berechtigungen und die Systeme, wo diese Benutzer Rechte haben und so weiter. Also es gibt, Sie sehen, vier Tabs und jeder Tab exportiert verschiedene Sachen. Also der erste zum Beispiel exportiert Personendaten. Das heißt, wenn Sie hier die Personen geben, Sie werden die Filterkriterien einfach eintippen und bekommen alle Benutzer, die diese Filterkriterien erfüllen. Und diese Benutzer werden dann mit wichtigen Daten angezeigt, wie zum Beispiel Position oder Positionsdescription und so weiter, Beschreibung. Und auch die Berechtigungen, die diese Personen im IDM haben. Das bekommen sie auch in einer Excel-Sheet. Für den zweiten Tab bekommen Sie alle Berechtigungen mit den Personen, die eventuell diese Berechtigungen haben. Zu den dritten, das sind für Business Roles, und zu den vierten, das sind Requests, die vielleicht zum Beispiel, Sie wollen jetzt alle Requests, die im Business Process Management gestartet sind, die können Sie auch anschauen, und diese Requests beinhalten wichtige Informationen für den Ablauf von den verschiedenen Prozessen. Und die können auch für Audits benutzt werden. Das ist ganz wichtig, bringen dann viele Informationen, die Sie normalerweise nirgendwo bekommen können. Gleiche Information gilt auch hier, Integrationskosten beinhaltet zu den Fixpreis. Zu den Masterplot Addons, das ist einer unserer letzten Addons, die wir frisch aus unsere R&D-Department bekommen haben. Dazu habe ich eine aufgezeichnete Demo, die ich Ihnen dann gerne zeigen würde. Und das würde ich auch kommentieren. Okay, also diese Slide haben Sie schon gesehen. So sieht der UI momentan aus. Das bringt nicht viel Information. Es gibt natürlich für Masterport, wie der Name selbst erklärend ist, bedeutet, dass Sie mehrere Benutzerrechte oder Benutzer selbst erstellen, entsperren, sperren oder neue Rechte dazu zuweisen oder entfernen oder Benutzer löschen oder Benutzer erstellen. Diese folgenden Funktionalitäten können Sie machen. Das funktioniert alles über eine Excel. Datei, die nach dem Import, also die Excel-Datei natürlich erstellen Sie selbst, und die Excel-Datei sollte folgendes Format haben.
Zum Beispiel für Benutzer PGQ56, die Petition Active Directory, bitte füge folgende Rolle zu. Action Add bedeutet hinzufügen. Und Valid from Valid to sind die Daten für diese Berechtigung. Es gibt natürlich die Möglichkeit auch wie bei der Authorization Matrix. Ja genau, hier prüfen wir im IDM UI, ob dieser Benutzer welche Rechte momentan hat. Und Sie sehen bei Assigned Privileges, der hat kein Recht. Zurück auf unsere UI. Wir nehmen die andere. Es gibt zwei Benutzer eigentlich, die in diese Mass Upload drin sind. Und der andere, der 57, hat auch keine Berechtigung. Okay. Dann, wie gesagt, wie bei der Authorization Matrix haben wir die Möglichkeit, der Input von dieser Excel-Sheet zu validieren. Und die Validierung ist genauso komplex wie bei der Authorization Matrix. Der prüft eigentlich jede Spalte separat und das können Sie jetzt hier in dieser Demo sehen. Also wir werden jetzt den Benutzername von der ersten Zeile ändern und nochmal validieren. Und Sie sehen, automatisch wird eine Fehler gezeigt, dass der Benutzer XXX eigentlich nicht im SAP IDM vorhanden ist. Wir können das Gleiche auch für die Applikation machen, wenn Sie die Applikation irgendwie falsch getippt haben, gibt es auch eine Validierung dazu und zeigt, okay, ja, diese Applikation XXX ist IDM nicht bekannt. Das Gleiche gilt auch für die Berechtigungen selbst. Also hier können Sie entweder technische Berechtigungen eintippen oder Business Rows. Beide werden dann genauso funktionieren und die Fehlermeldung keine Privilege mit XXX zur Applikation Sub-Access existiert. Okay, wenn aber trotzdem Sie alles richtig getippt haben, können Sie auf Submit drücken. Und alle Daten, ja, bevor Sie die Daten zu IDM übertragen, müssen Sie natürlich den Grund dafür geben, weil das später für Audit ganz wichtig ist, warum diese Benutzer jetzt die entsprechende Berechtigung bekommen haben. Und Sie sehen oben, es gibt eine sogenannte Queue, in der diese Mass Upload landet. Und momentan, wie Sie gesehen haben, diese Upload, die wir gemacht haben, der ist Nummer 1 in unserer Schlange und in der Warteliste und dann automatisch wird sich der Status ändern zu In Progress, weil wenn der Nummer 1 in der Warteliste ist, dann wird automatisch zur Bearbeitung genommen. Und nach einer bestimmten Zeit wird diese In Progress auch zu einer Finished Status wechseln. Das bedeutet automatisch, okay, jetzt ist meine Mass Upload komplett im IDM zur Bearbeitung gespeichert. Und die Bearbeitung, wie Sie wissen, dauert ein bisschen im IDM. Deswegen sind die Rollen jetzt, die zu diesem Benutzer zugewiesen sind, auf Status Pending. Weil ja, die sind zu dem Benutzer angehängt, aber es müssen dann verschiedene Dispatcher diese Rechte wirklich zu dem Benutzer anhängen. Und das dauert immer in IDM eine gewisse Zeit. Deswegen würden wir kurz warten. Und nach einem Refresh später werden wir sehen, dass die Rollen dann zu dem Benutzer mit OK-Status hinzugefügt sind. Parallel zu zu dieser Aktion, haben wir auch eine E-Mail bekommen, weil wir als Initiator von diesem Mass Upload haben ja bekommen, dass unsere Mass Upload war erfolgreich beendet. Und eigentlich, wenn wir keine Fehler in unserer E-Mail bekommen haben, müssen wir oder erwarten wir, dass die Rechte auch zu den entsprechenden Benutzer zugewiesen sind. Was wir noch sehen können, ist Folgendes, dass wir für diese Mass Upload auch
spezielle Entry Type im IDM haben, und diese Entry Type beinhaltet die komplette Information später, der für eine Audit eventuell notwendig wird, um zu verstehen, warum diese Rechte zu diesen Benutzern angegeben sind. Und was wir hier sehen ist, wir haben einen Responsible, der das gemacht hat. Wir haben ein Startdatum, ein Finishdatum und die Description, die die Endbenutzer in der Grundfeld eingegeben hat, was ist ein IDM. Und ganz unten sehen wir auch, welche die Chart Requests sind, die für diese Masterplot gestartet sind. Also zum Beispiel, das sind jetzt, weil der Masterplot beinhaltete zwei Benutzer mit zwei Applikationen, deswegen haben wir 4 Chart Requests, 2 für Active Directory und 2 für Sub Access. Wenn wir einer von diesen Charts öffnen, sehen wir auch weitere Daten oder weitere Informationen, wie zum Beispiel, wer der Request ist. Das ist diese Mass UI Assignment. Hier ist nur Display Name angezeigt, aber wenn wir draufdrücken, bekommen wir auch die den Name, die wir auch in der Excel eingegeben haben, das war BGQ0057. Und wer der Requester war, der Requester ist eigentlich der Initiator von dieser Masterplot. Und unten sehen wir alle Rollen, die in diese Requests dann angefordert sind. Unsere Request sollte jetzt fertig sein, und nach einem Refresh sehen wir, dass die Rollen auf Status OK sind. Das bedeutet automatisch, dass wir mit diesem Masterplot die Benutzer die entsprechenden Rechte gegeben haben. Das bedeutet, dass das ist gleich auch für die anderen Benutzer. Für 6. Hier absolut das gleiche, alles mit Status OK. Okay, soweit zum Thema Masterplot. Wichtige Sachen hier, Integrationskosten auch beinhaltet, und natürlich, wenn Sie irgendwelche Änderungen vornehmen wollen in dieser Masterplot Add-on, können Sie natürlich die anfordern, aber das würde dann kosten nach Aufwand. Letzte Add-on in unserem Programm ist der Benachrichtigungs-Add-on. Sie wissen, es ist ziemlich komplex oder ziemlich schwer, im IDM verschiedene E-Mails oder Notifications jemand zu schicken. Und deswegen haben wir diese Add-on gebaut, wo relativ einfach Sie verschiedene Templates für E-Mail definieren können und diese Templates auch mit Werte aus der Provisionierung oder aus der Benutzerrechtevergabe und so weiter dann füllen können und entsprechende zum Beispiel der Manager oder jemand, der sich für die Metrik zuständig und so weiter, verschiedene Personen dann automatisch schicken können. Hier ist die Demo leider ein bisschen komplexer, und unsere Zeit ist jetzt fast zu Ende. Deswegen würde ich nur hier zurückkommen, oder wenn Fragen da sind. Aber Hauptfunktionalität von dieser Add-on ist, dass er vereinfacht erstmal die Erstellung von E-Mail-Templates und zweitens verschickt automatisch dann E-Mails zu bestimmten Personen in den Unternehmen, wenn verschiedene Aktionen passieren. Zum Beispiel, jemand wird im HR, ein neuer Mitarbeiter kommt, neuer Mitarbeiter wird seine Position wechseln, jemand ist gesperrt durch seinen Manager oder ja, alle solche Funktionen sind möglich über diese Benachrichtigungsalarm. Integrationskosten sind auch integriert in der Preis drin. Wie versprochen, das ist der letzte Add-on. Und jetzt würde ich gerne zur Diskussion kommen. Ihre Fragen, wenn Sie solche haben, können Sie jetzt in der Chat-Funktion schreiben. Nutzen Sie Ihre Zeit. Also wir sind relativ schnell über die verschiedenen Add-ons gegangen. Wenn einer von diesen Ihre Interesse geweckt hat, vielleicht
Macht es Sinn, dass ich besser jetzt fragen, wenn ich was verpasst habe, dann kann ich das nochmal kurz erklären. Hier die Kontaktdaten haben Sie auf meinem Bildschirm. Wenn Sie jetzt noch keine Zeit für die Fragen haben oder Sie müssen jemand vielleicht mit jemandem diskutieren, welche Add-ons für Sie interessant wären, können Sie gerne uns per E-Mail oder auf unserer Webseite dann kontaktieren. Wir werden noch ein paar Minuten warten, wenn keine Fragen gibt, wenn wir das Webinar zu Ende bringen. Vielleicht ganz schnell eine kurze Runde über die verschiedenen Add-ons, wenn Sie die verpasst haben. Erste Add-on war Authorization Metrics, wo Sie die Berechtigung für die entsprechende Business Role definieren können. BPM-Connector mit Reportfähigkeiten, das sind die Integration mit BPM, wo die Genehmigungsworkflows anstatt IDM in BPM laufen können, und dafür haben Sie auch ein Reporting, wo jeder Schritt sich gerade befindet. Benutzeroberfläche für externe Benutzer, das ist quasi das kleine HR-Programm, wo Sie Benutzer erstellen und modifizieren können, die Sie nicht in Ihre korporative HR haben wollen. Dann sind wir weiter zum Self-Service-Benutzeroberfläche. Das ist quasi das Self-Service für Anforderungen von Benutzerrechte, entweder von Manager-View oder von Endbenutzer-View. Dann haben wir die Vertretungsregeln und Überwachung, wo Sie neue Vertretungen einfach erstellen können und bestehende auch überwachen können. Und den UI-View-Export von IDM-Daten bietet Ihnen die Möglichkeit für Export von Personendaten, von Berechtigungsdaten, von Business-Rollendaten und von Prozessdaten. Und der Masterplot-Add-on, der bietet quasi die Möglichkeit für massive Upload von Berechtigungen, neue Berechtigungen oder Berechtigungen, die eigentlich entfernt sein sollen von bestimmten Benutzer, Erstellung von Benutzer, Löschen von Benutzer, Sperren, Entsperren, Go. Und der letzte Benachrichtigungssalon ist für E-Mail-Versand innerhalb des IDM. Wenn Sie Standard-Templates nutzen auf verschiedene Sprachen und für verschiedene Funktionen, die zum Beispiel aus HR-Eintritt, Kündigung, Positionswechsel, Führungskreiswechsel und so weiter sind. Okay? Keine Fragen? Vielen Dank. Wenn Sie nochmal die Slides oder die Webinar auf unserem YouTube-Channel anschauen wollen, können Sie das unter dieser Webadresse machen. Danke nochmal und bis nächstes Mal.